Bevor ich das Rätsel um die Hölle löse, halten wir uns einmal vor Augen, was die Menschen vor 100 Jahren glaubten und wie unwahrscheinlich ihnen das Wissen, das wir heute haben, untergekommen wäre. Hätte man behauptet, dass diese Galaxie oder Milchstraße 100 Milliarden Sterne enthält und es 100 Milliarden Galaxien gibt, dazu noch Galaxienhaufen, was hätte man damals gedacht? Und so muss man auch mich für verrückt halten, wenn ich behaupte, heute die Hölle existiert. Dabei ist der Gedanke gar nicht so neu. Denken wir an Buddha. Regel Nummer 1, alles Leben ist Leid. Krankheit ist Leid, Geburt ist Leid, Sterben ist Leid. Überhaupt ist die orientalische oder asiatische Tradition im Denken überaus lebenspessimistisch. Verkürzt könnte man sagen, vergiss einfach das ganze alte Religionszeug. In Europa, im Abendland, hier bei uns, ist es genau umgekehrt. Alles Leben? Ja. Wie lange hängen Menschen im Koma an den Maschinen? Freitod? Verboten. Die Erde ist weder himmlisch, noch ist sie höllisch. Sie ist ein Mittelplanet. Eine Halbhölle. An guten Tagen könnten wir auch sagen, Halbparadies. Das hier also ist das Paradies, das Halbparadies, die Halbhölle. Und wenn es eine Halbhölle gibt, warum soll es dann nicht auch irgendwo Höllen geben? Da oben irgendwo sind die 100 Milliarden Höllen. Übrigens die Frage, ob diese Erde mehr Halbhölle oder mehr Halbparadies ist, stellt sich Dave Carter, der Protagonist in meinem Jugendroman 12 Stationen. Und der 19-Jährige hat auch eine wunderbare Antwort parat. Er sagt, das hier kann nur eher Halbhölle sein, in Anbetracht dessen, dass sein Lieblingsmenü in dem Burgerlokal, wo er immer hingeht, immer kleiner wird, immer teurer wird, die Beilagen immer mehr reduziert werden und auch der Geschmack nachlässt. Und kommt zu dem Schluss, das hier ist mehr Halbhölle als Halbparadies. Eine Entscheidung oder ein Befinden, das auch statistisch nachgewiesen wird. Statistisch. In 2 Studien wurden über 80-Jährige befragt, ob sie nicht noch einmal gerne jung wären, um das Leben noch einmal zu leben. Das Ergebnis, fast 80% der alten Leute sagen, nein, danke, wir wollen lieber abtreten, wir haben genug von dieser Erde. Mehr Halbhölle als Halbparadies. Warum wir dann trotzdem am Leben so sehr haften und uns an das Leben so sehr klammern, kann dann wahrscheinlich nur mit dem Sinn des Lebens, mit unserem Schicksal, mit unserer Aufgabe verbunden sein, in die wir tief hineingedrängt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Die Hölle ist schon hier, wenn auch nur teilweise, die Erde als mittlerer Planet zwischen Paradies und Hölle. Und woher kommt dieses Empfinden, diese Beurteilung? Ganz einfach. Mittlerer Planet bedeutet ein Planet von mittlerer Größe. Mittlere Größe meint mittelstarke Gravitation, also Erdanziehungskraft. Und umso kleiner der Planet, umso geringer die Erdanziehungskraft, umso leichter die Arbeit, umso leichter jeder Schritt. Man schwebt und umso kleiner und erlesener auch die Gesellschaft. Die großen Planeten heißen höllische Planeten, die kleinen Planeten heißen die himmlischen Planeten. Und die mittleren Planeten sind die mittleren Planeten. Da herrscht vor allem Verwirrung. Und deshalb strebe ich einen kleineren Planeten an, wozu ich mich vergeistige. Auf den schweren, großen, höllischen Planeten herrscht eher die materielle, die physische Arbeit. Die Arbeit! Arbeit auf Italienisch übrigens, Labore. Ihr erinnert euch, das Labor, der Sinn des Lebens, der Evolution. Und auf den kleinen Planeten mehr die geistige Orientierung und Arbeit. Die Muse, das Interesse, die Beseelung.
wem diese einfachen physikalischen Gesetze zu abstrakt sind, der braucht ja nicht daran glauben. So wie man vor 100 Jahren ja auch nicht daran glaubte, dass es 100 Milliarden Sterne gibt. Schon gar nicht in einer einzigen Galaxie. Die Menschen brauchen Arbeit. Ja. Mehr Arbeit. Wer aber diese Erkenntnis doch als überlegenswert ansieht, dem möchte ich noch eines mitgeben. Auf dem Mittelplanet Erde zwischen Himmel und Hölle stehen dir beide Wege offen. Der hinunter in die Tiefen und der hinauf in die Höhen. Der auf die großen, heißen, höllischen Planeten oder hinauf zu den kleinen himmlischen. Und jetzt gehe ich einkaufen. Go life. Go life.